Ja, erzähl mal, ein Schweizer, der hier in Gladbach Kneipen führt, wie ist es zu dem gekommen? Ja, eigentlich per Zufall. Ich bin 2004 bin nach Ibiza gegangen. Dort habe ich gearbeitet in einem Biergarten. Und mein Chef war ein Deutscher, ist aus Gladbach gekommen. Und der ist dann, hat mich dann mitgenommen für die Wintersaison nach Gladbach. Und dann nach ein paar Jahren habe ich mich mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht. Und jetzt haben wir hier die Fankneipe aufgemacht, seit 2008. Und das Geschäft läuft, sieht man. Bei Gladbach immer, ja. Wir haben halt, ich und der Kollege kommt aus Hannover, ist auch kein Gladbacher, und ich komme aus der Schweiz. Und weil wir halt beide Fußballfans sind, haben wir gedacht, wir machen eine Fußballkneipe auf, und das Konzept ist tiptop aufgegangen. Gladbach ist gerade aufgestiegen, wo wir aufgemacht haben, also wir konnten die Aufstiegsfeier mitmachen. Dann ist der Lucien Favre natürlich noch gekommen. Ja, und jetzt sind wir Champions League. Na, hier in der Gladbacher Innenstadt. Was wissen Sie denn von Young Boys Bern? Ja, Bern ist natürlich bekannt durch die Fußball-Weltmeisterschaft 1954, der Geist von Spiez. Insofern ist uns Bern nicht unbekannt und der Fußballverein Young Boys Bern hat ja auch einen guten Namen, auch in Europa. Eigentlich nicht sehr, sehr viel, außer ich vorige Woche da war. Ganz sympathische Truppe, sehr schöne Stadt, hat es gut gefallen und wir haben gewonnen. Ja, das ist halt immer gut dabei in der Schweiz. Hat immer ein schlechter Club in der Schweiz. Ja. Immer oben dabei. Henne, erzähl mal, aus der Schweiz angereist, aber heute weiss Gott nicht der erste Gladbach-Match, den du siehst. Nein, ich komme seit 1966 auf Gladbach. Zuerst mit meinem Vater natürlich, der war ein riesen Gladbach-Fan. Und er eigentlich immer. Und ja, seit Jahrzehnten auch Jahresabend oben. Ja, und machen im Jahr. Jetzt, letztes Jahr hatte ich den absoluten Rekord, 30 Spiele von 34. Und da ist der DFB ist nicht dabei gewesen, auf St. Pauli. Und die internationalen Spiele, die sind vielfach unter der Woche. Und irgendwann sollte ja noch Tantieme verdienen für das teure Hobby hier. Und hast du uns vorher Gladbach-Abi gezeigt, aber in deinem Portemonnaie da schlummert auch noch ein anderes Saison-Abi? Ich habe auch noch ein IB-Abi, selbstverständlich als Berner, das gehört sich eigentlich auch. Ich schaue natürlich auch so, je nachdem, wenn ich da oben bin, geht auch einer von meinen Junioren, weil alle drei können meistens selten mitkommen. Dann gehen die IB schauen und die anderen gehen Gladbach schauen. Das gehört für mich eigentlich dazu. IB ist einfach auch für uns. Also, und das ist auch auf meiner Fahne, ist natürlich das Berner Wappen auch identisch. Oder? Also, das ist für mich ganz klar. Das heisst, IB-Fan und Gladbach-Fan, wie gehst du heute Abend in das Spiel rein? Also, wir haben heute sowieso eine ganz kurlige Situation. Mein Jüngster, Sedi, der ist mit dem Fanzug hier hochgekommen, mit den Supporters WS. Und der steht jetzt heute zuerst mal in der Gästekurve. Sonst normal ist er bei uns in der Nordkurve. Und es wird auch geschwässig sein, wenn er meine Fahne von dieser Seite sieht. Oder? Also, ja, ich gehe natürlich ganz klar in die Nordkurve, oder? Weil dort ist mein Platz, dort ist meine Heimat, dort ist mein Leben. Ja. Also wenn ich da oben bin, oder? Das ist klar, das ist gleich wie bei uns bei IB Toschkurven. Also. Und was erwartet ihr jetzt heute vom Rückspiel? Es wird gleich 3-0. Ja, also 2-1 oder Unentschieden. Knappes Spiel wird schon knapp, aber... Ich schätze auf 2-0. Hinwärtsspiel war schon 3-1, also wird schwer für Young Boys Bern. Ich denke, dass es leider für euch eine klare Niederlage gibt. Tut mir leid. Resultattipp? 3-0. Allein schon wegen dem Heimspiel einen glatten Sieg. Das Hinspiel stand ein bisschen auf Messers Scheide, wenn man so möchte. Und ich denke, wenn das Abseits-Tor, wie mein Freund hier gesagt hat, nicht gegeben worden wäre, wäre der Spielausgang mit Sicherheit offen gewesen. Weil diese Überlegenheit sich zu dem Zeitpunkt noch nicht abgezeichnet hat. Ich habe schon beim ersten Mal richtig getippt, das 3-1 für Gladbach, ob schon das 2-1 irregulär wäre. Aber ich denke heute auch, IB möchte es gönnen, wenn sie ein Goal machen würden. Aber Gladbach wird trotzdem, sage ich jetzt mal, 4-1 gewinnen.